Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück bei uns. Wir hoffen, Sie konnten sich ein wenig stärken, ins Gespräch kommen, haben sich vielleicht das ein oder andere Buch erworben und gegenzeichnen lassen von unseren Referenten. Ja, und das Stichwort Referenten bringt mich auch gleich zu unserem nächsten Vortrag. Die Medien im Krieg, so heißt dieser nächste Vortrag. Und dieser Titel beschreibt das Spannungsfeld, in dem Journalisten wie ich auch arbeiten, eigentlich ziemlich gut. Auch da gibt es mehrere Dimensionen. Zum einen haben Journalisten das Problem, dass sie mit Informationen arbeiten müssen, gerade im Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, die sie nicht unabhängig überprüfen können. Also immer wieder müssen wir diesen Hinweis dann auch geben in den Nachrichten, dass das halt eben nicht überprüft werden kann. Zum anderen wird Journalisten auch vorgeworfen, sie würden nicht neutral berichten. Da muss ich immer so ein kleines bisschen mich am Kopf kratzen, weil das war schon im ersten Semester meines Journalistikstudiums, als ich gelernt habe, dass reine Objektivität überhaupt nicht möglich ist. Und zum anderen ist dann da eben auch noch die Frage, wie viel Vertrauen wird Ihnen quasi geschenkt? Die hybride Kriegsführung, Russlands Trollfabriken, die Falschinformationen gezielt streuen, um das Vertrauen auch einzuschränken in unsere demokratischen Organe, in die Medien. Das läuft auf Hochtouren und da stehen wir natürlich dann auch ziemlich im Kreuzfeuer an dieser Stelle. Was ist nun also die Rolle der Medien? Was haben sie all dem entgegenzusetzen? Das wollen wir jetzt vertiefen mit einem weiteren ausgewiesenen Experten seines Faches, und zwar der Medienwissenschaftler Prof. Dr. Michael Haller. Er hat den Lehrstuhl für allgemeine und spezielle Journalistik an der Universität Leipzig für fast 20 Jahre bis 2010 maßgeblich geprägt. Heute ist er wissenschaftlicher Leiter des Europäischen Instituts für Journalismus und Kommunikationsforschung in Leipzig. Bitte begrüßen Sie Professor Haller mit einem herzlichen Applaus. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie schön, dass ich Sie alle hier nach diesen ausführlichen und in privaten Gesprächen begleiteten Mittagessen hier wieder begrüßen darf. Ich möchte mich bei den Veranstaltern sehr herzlich bedanken, bei Herrn Langenfeld, bei Herrn Seeger, dass Sie mir hier die Gelegenheit geben, ein paar Gedanken, ein paar Überlegungen zu der nicht ganz so einfachen Frage, wie ist das Verhältnis zwischen denjenigen, die den Krieg betreiben, die im Krieg sind, die vom Krieg betroffen sind, und den darüber berichtenden Medien. Sie sehen hier ein vergleichsweise martialisches Bild. Ich habe das deshalb als sozusagen auch Signet ausgewählt, weil es zwei Dinge zugleich deutlich macht. Es stammt von ukrainischer Seite gegen, in ihrem Abwehrkampf gegen Russland. Zum einen soll deutlich werden, dass das Kriegsgeschehen keine akademische Veranstaltung ist. Und zum anderen auch, dass die Faszination insbesondere der bildlichen Vermittlung über die Medien zugleich eine Attraktion bedeutet. Und das ist damit auch schon, wenn Sie so wollen, das Spannungsfeld, in dem sich die Medien bewegen, wenn es um das Thema Krieg geht. Quasi zur Einstimmung. Denken Sie doch nochmals zurück an die letzten, sagen wir mal, 2, 3 Jahre. Können Sie sich erinnern, wann, in welchen Phasen Ihr persönlicher Medienkonsum, also wir reden immer über Newsmedien, also nicht über People Stories und so weiter, also Newsmedien, wann Ihr Medienkonsum angestiegen ist? Entschuldigung? Ja, nein, ich meine damit nicht eine Trendaussage durch die letzten 3 Jahre, sondern Gelegenheiten, in denen Ihr Medienkonsum ungewöhnlich angestiegen ist. Ukraine-Krieg und der 7. Oktober und die Folgen. Und genau so ist es auch in den Daten über die Mediennutzung, also etwa die Klickzahlen, die sogenannten Visits, also wie oft wurden entsprechende Nachrichtenseiten aufgerufen. Es fand in den ersten 2, 3 Wochen nach dem Einmarsch der Russen in die Ukraine, fand ein Anstieg bei uns in der Nutzung von
Newsmedien von 30-40% statt. Und das Gleiche wieder im Oktober des vergangenen Jahres. Auf einer vergleichsweise hohen Level blieb das auch aus naheliegenden Gründen, weil sich die Ereignisse immer wieder überstürzten und eben die Zukunft dieses Kriegskonflikts im Nahen Osten unberechenbar war. Das heißt also, mit anderen Worten, die Kriegsereignisse, sie skandalisieren und sie versetzen uns auch als sozusagen Mediennutzer in Erregung, viele auch in Angst und Schrecken. Und sie machen uns immer wieder begierig auf neue, auf die nächsten Nachrichten, damit wir das Geschehen, das so unberechenbar erscheint, doch ein bisschen berechenbarer, vermeintlich, für uns wird. Und es ist zugleich unser Wunsch, der nebenbei entsprechend gesteigerte Umsätze für die Medienhäuser bringt. Ich denke, die meisten von Ihnen kennen den schon viel zitierten Satz des Soziologen Niklas Luhmann. Ich zitiere: Was wir über die Welt wissen, wissen wir durch die Medien. Er hat diesen Satz in weit zurückliegenden analogen Zeiten und nicht in der digitalen Ära gesagt. Und darum ist dieser Satz, sagen wir mal, nur eingeschränkt richtig. Also es gibt das Lokale und da ist die Präsenzöffentlichkeit immer noch für die persönliche Meinungsbildung relevant. Und dann haben wir sozusagen die Kommunikationsfelder in der digitalen Online-Welt, auf den Plattformen, in den Chats und so weiter, die eben dieses unabgegrenzte, diffundierende Feld von der persönlichen zur Gruppen-, zur Gesellschaftskommunikation zeigen. Da kann man die Medien nicht mehr definieren. Aber in Kriegszeiten und in schweren Katastrophenzeiten stimmt dieser Satz gleichwohl voll und ganz. Es geht also um die Frage, ob und wie uns die Newsmedien ins Bild setzen. Wissen wir wirklich, was in der Kriegswelt los ist? Orientieren uns die Journalisten zutreffend und ausgewogen und umfassend? Ich möchte diese Fragen in drei Abschnitte teilen und Sie in diesen drei Abschnitten durch dieses Thema führen. Das erste Kapitel, da geht es mir um das Leitbild des modernen Journalismus und damit auch des Kriegsberichterstatters, das wir nur uns vergegenwärtigen können, wenn wir uns zugleich auch in die Geschichte des Journalismus begeben. Es ist also, Chris Clark wird mir das nachsehen, wenn ich hier quasi in einem mir eigentlich berufswegen fremden Feld wildere und hier Ihnen aus der Geschichte des Journalismus das ein oder andere vergegenwärtigen möchte. Das zweite Kapitel, da geht es um sozusagen das Thema selbst, also die Darstellung des Kriegsgeschehens und damit die Frage nach den Spielregeln zwischen den kriegsführenden Militär und den berichtenden Medien. Und das dritte Kapitel, das hat eher das Thema der politisch-ideologischen oder man könnte auch sagen der Werteebene, die unsere Sicht auf das Geschehen prägt, also nicht nur meine individuelle Sicht, sondern sozusagen die kollektive Sicht, also sagen wir mal der Westen, also die Menschen im Westen, die Menschen nicht im Westen, die eine andere Sicht haben und damit auch vielleicht unseren Horizont, unter dem wir das sehen, einschränkt, möglicherweise auch verfälscht, ohne dass der Satz Medienlügen auch nur im Ansatz eine Berechtigung hätte. Nehmen wir uns dieses erste Kapitel vor, also wie entstand eigentlich der moderne Newsjournalismus? Da müssen wir, meine Damen und Herren, weit zurückdenken. Wir müssen zurückdenken bis in die Jahre der Erfindung des Buchdrucks in Mainz, Gutenberg. Denn mit dem Buchdruck und vor allen Dingen, das wird gerne vergessen, der Papierherstellung, kamen die Newsletter auf den Markt. Natürlich, die hießen anders, die hießen damals nicht Newsletter, die hießen Flugschriften und Aviso als Titel und Ähnliches. Und sie erzählten den Menschen von schrecklichen Kriegen und von Friedensschlüssen. Also ja, das Ende des Dreißigjährigen Krieges wurde über entsprechende Flugblätter verbreitet. Und sie fanden rasante Verbreitung.
Und sie dienten als Sprechzettel für, das war nicht die Mehrheit, für lesekundige Ausrufer auf den Landstraßen, auf den Marktplätzen und in den Wirtshäusern. Sie sehen hier, eine hübsche Karikatur der britischen Zeichner Thomas Rowlandson und Samuel Collins. Diese Zeichnung, also diese Radierung, zeigt, eine, wie Sie sehen, eine kahle Landschaft mit Ruinen, rechts eine verlassene Hütte und im Vordergrund in selbstbewusster Pose der All-in-One-Journalist. Also All-in-One, weil er ist der Schreiberling, er ist der Drucker und er ist der Distributor, also derjenige, der auch das noch verteilt. Dieser kecke, weitschweifende Blick verrät den Informationsvorsprung, den der Mann gegenüber dem Rest dieser trostlosen Welt zu besitzen wähnt. Diese Gravur entstand 1786. Es heißt, die Zeichner hätten aber die Stimmung im 17. Jahrhundert, also 100 Jahre zuvor, zeigen wollen, als der Norden Europas nach den Religionskriegen und dann nach den Herrschaftskriegen, also 30-jähriger Krieg und die Bürgerkriege in England, wie eine Ruinenlandschaft erschien. Der Aufbruch aus dieser Ruinenwelt, also der sozusagen der intellektuell aufklärerische Aufbruch aus dieser Ruinenwelt in die politische Neuzeit Europas, fand in England statt. Stichworte 1689, also nachdem die Kämpfe beendet waren und sozusagen die Macht- und Herrschaftsordnung wiederhergestellt war, mit dem Bill of Rights. Damit wurden erstmals zentrale Bürgerrechte festgeschrieben, freie Wahlen beschlossen und die bis dahin strenge Pressezensur abgeschafft. Mit dieser neuen Pressefreiheit entdeckten die britischen Blattmacher bis dahin ganz unbekannte publizistische Möglichkeiten. Neben den amtlichen Meldungen wie bis anhin standen jetzt Exklusivgeschichten, politische Essays, Beurteilungen und Glossen auch über Würden und Machtträger, solange sie fair verfasst waren. Dieser für Europa so folgenreiche Aufbruch brachte nebenbei den Verlegern auch viel Geld. Denn mit der Pressefreiheit in England kam gleichzeitig die Gewerbefreiheit und mit der Gewerbefreiheit kam das Annoncengeschäft. Das heißt also, die Verleger erkannten, dass sie mit einer höheren Berichtsqualität, nicht mit Boulevardisierung, mit einer höheren Berichtsqualität noch mehr verkaufen können. Sie bauten ihre Redaktionen personell aus und beschäftigten hauptberuflich arbeitende Schriftleiter und Berichterstatter. Sie denken, ja, was ist da besonders? Das war das erste Mal in Europa, dass man hauptberufliche Redakteure anstellte und nicht Freizeitgestalten, die den Tag durch als Lehrer oder als Austräger oder anderes tätig war. Und das gab es sonst nirgendwo in Europa. Und übrigens einer dieser ersten, überhaupt eigentlich der erste Berufsjournalist, war der populäre Schriftsteller Daniel Defoe. Auch dies war neu in Europa. Freie Wahlen. Nun wollten die Bürger in England wissen, also in Schottland natürlich auch, welche Positionen ihre Abgeordneten im Unterhaus vertreten und wie sie auch abstimmen. Doch die Verhandlungen des Unterhauses fanden hinter verschlossenen Türen statt. Es gab eine Zuhörertribüne, sehr wohl. Doch die Bürger, also das Wählervolk, die arbeiteten ja den ganzen Tag hindurch. Und die paar wenigen Zuhörer, die dann oben sich hinsetzen, für die gab es ein Schreibverbot. Und da kamen die cleveren Zeitungsjournalisten auf die Idee, Berichterstatter als Zuhörer auf die Galerie zu schicken, die über ein hervorragendes Gedächtnis verfügten und nach der Sitzung blitzschnell aufschrieben, was sie gehört haben. Sie haben dann auch im Stundenrhythmus sich abgewechselt, weil das Kurzzeitgedächtnis länger nicht reichte. Also nach einer Stunde kam der Kollege, löste ihn ab. Also es ist fast wie, in der Sport, wie auf dem Sportplatz. Und dann schrieb der Erste das rasch auf und der Zweite hörte wieder zu. Diese exklusiven Parlamentsberichte brachten auch eine höhere Auflage, sie brachten mehr Renommee und sie waren damit auch ein gutes Geschäft.
Die britischen Verleger, die kämpften rund 100 Jahre, bis dann endlich das Parlament die Geheimhaltungspflicht fallen ließ. Mit der schon sozusagen mit Leben gefüllten Pressefreiheit und dem nun offenen Informationszugang, zumindest zur Legislative und den dazugehörenden Gruppen, stieg natürlich auch weiter das Nachrichteninteresse der Wähler am politischen Geschehen. Die publizistische Öffentlichkeit bildete jetzt den Raum, wo Machtkontrolle und politische Meinungsbildung zugleich stattfanden. Für Europa damals unfassbar. Denn dort, auf dem Kontinent, also bei uns, gewann die Zeitung keine publizistische Macht. Sie hingen, wenn Sie so wollen, am Gängelband der Zensur. Um hohe Geltung und Reichweite zu erzielen, nahmen die Verleger entwickelten die Verleger ihre Berichterstattung in ihren Redaktionen so aus, dass sie beide politische Lager, Sie wissen ja, seit seiner Zeit sind in England diese zwei großen politischen Kräfte, ja, sozusagen bipolar, treten gegeneinander an, also zwei politische Lager bis heute, dass sie diese zwei politischen Lager aus einer gleichermaßen parteipolitisch unabhängigen Perspektive beobachten. Das heißt also, ohne parteiergreifend für die eine oder die andere Seite. Es gab natürlich dann auch für die einzelnen der beiden Parteien ihre eigenen Zeitungen, aber die interessieren hier nicht. Die großen Meinungsführenden und sozusagen die Meinungsbildung der bürgerprägenden Zeitungen, nicht nur die Times, sondern viele andere auch, hatten dies zum Credo gemacht, dass sie parteipolitisch aus unabhängiger Position berichteten. Sie nannten diese Rolle jetzt the fourth estate. Jetzt ist Estate und Gewalt im Deutschen nicht ganz das Gleiche, aber lassen wir das mal so stehen. Also the fourth estate, die vierte Gewalt. Und das schrieb Chefredakteur der Times, John Delane, Mitte der 1850er Jahre auf. Der Politik- und England-Experte Kurt Kluxen fasste diese Errungenschaft so zusammen, ich zitiere ihn wörtlich: Das Neue war die Schaffung einer Volksmeinung durch die Begründung eines selbstständigen Journalismus, der sich gegen die Regierung zu behaupten verstand und die kritische Kommentierung und öffentliche Opposition zum normalen Status erhob. Meine Damen und Herren, aus parteineutraler Perspektive beobachten und berichten, was man sieht und hört, dies war die in und für Europa neue journalistische Maxime. Einen zweiten wichtigen Leitsatz fasste der Journalist James P. Scott. Scott war mehrere Jahre sozusagen unter Delane, einer der führenden Redakteure der Times, wechselte dann aber zum Manchester Guardian. Und der Manchester Guardian wiederum ist der Vorläufer des heutigen Guardian, der einer auch heute hochreputierten Zeitung. Scott nannte als Prinzip, ich kann Ihnen auch zeigen, Scott nannte als Prinzip, die Fakten sind heilig, doch der Kommentar ist frei. In der englischen Formulierung ist es aus bestimmten Gründen, die jetzt hier zu diskutieren zu weit führt, umgekehrt formuliert. Aber für uns, sagen wir mal im deutschsprachigen Raum, ist die Ermahnung, dass die Fakten präzise und korrekt sein müssen, also intersubjektiv gelten müssen, das ist hier gemeint, die Fakten sind heilig, also die darf ich nicht verfälschen, wie es mir passt. Und demgegenüber kann ich aber auf der Meinungsebene, auf der Interpretationsebene schreiben, was mir sinnvoll und vernünftig erscheint. Gemeint ist hier auch die in optischer Hinsicht die Trennung zwischen dem Faktenbericht und der Meinung. Und zwar auch für die britischen Kriegsberichterstatter galt dieses Prinzip. Wenn Sie heute in die Medien schauen, sehen Sie, wie viele dieses Prinzip vergessen haben.
Die britischen Journalisten entwickelten noch einen dritten, für die Kriegsberichterstattung bedeutsamen Grundsatz, den der Times-Redakteur Henry Reeves auf einen Punkt brachte. Er schrieb 1852, der Journalist müsse selber für die Wahrheit einstehen und sie finden und sie nicht und nicht seinen Lesern das vorsetzen, was die Regierung und die Behörden sie wissen lassen will. Ein ganz entscheidender neuer, damals neuer Gedanke: Ich bin der Beobachter und auch die Regierung ist Akteur. Und die Regierung wird als Akteur ihre ganz eigenen Interessen immer vermitteln wollen. Und diese Interessen muss man durchsichtig machen. Man muss hinter dem, was gesagt wird, dass er auch das damit inkludierte Interesse durchschauen können. Dazu muss man aus unabhängiger Sicht sozusagen der Beobachter sein, der dem, was die Regierung sagt, nicht mehr Autorität gibt als das, was der Beobachter sieht. Also wenn Sie so wollen, ein emanzipatorischer Gedanke auch für die bürgerliche Gesellschaft. Diese Wahrhaftigkeitspflicht, das schrieb auch Henry Reeves, diene dem Wohl des Staates und wie auch dem demokratischen Regelwerk. Und man werde natürlich die Regierung sozusagen in Ruhe lassen, soweit sie diesem Staatswohl diene. Falls sie das aber nicht tut, werde sie durch schonungslose Berichte und kritische Kommentare hart drangenommen. Ich bin damit beim Kriegsberichterstatter angekommen, also um genau zu sein, bei William Howard Russell. Manche unter Ihnen wissen es vielleicht, Russell war Journalist der Times und der erste journalistische Kriegsreporter überhaupt. Chefredakteur Delane schickte den jungen Mann zu den britischen Truppen auf die Krim, wo sie die Russen zurückschlagen sollten. Über die entsprechenden macht- und wirtschaftspolitischen Großrauminteressen, das ist jetzt hier nicht mein Thema. Seine Frontberichte steigerten die verkaufte Auflage der Times um fast ein Drittel und lösten unter den Lesern großes Entsetzen aus. Er beschrieb nämlich in sachlich nüchterner Sprache, wie diese aufgeplusterten, dabei unfähigen britischen Kommandeure ihre Kavallerie gegen das Kanonenfeuer der Russen anrennen und totschießen ließen. Das Neue daran war die Authentizität des Berichters vor Ort. Inmitten des Pulverdampfs beäugt da ein Zivilist das Kampfgeschehen, befragt die Soldaten vor der Schlacht und die Überlebenden nach der Schlacht. Er beschreibt sie als Helden, als Verletzte, als Kanonenfutter. Russells schonungslose Schilderung, Sie sehen hier, es wurde nach seinem Tod, er wurde eben auch zu Ehren ein Denkmal errichtet. Es gibt wenige Journalisten auf dieser Welt, die mit einem Denkmal posthum verehrt werden. Hat auch seine Gründe, ich denke, im Prinzip auch berechtigt. Russells schonungslose Schilderung und Delanes harsche Kommentare zwingen schließlich 1855 die Regierung Aberdeen zum Rücktritt. Spielt noch ein paar andere Sachen eine Rolle, tut jetzt hier nichts zur Sache. Der Hardliner Palmerston folgte als Regierungschef. Und was machte der? Kurz darauf erließ der Oberkommandierende unter Palmerston eine neue General Order. Und was sagte diese General Order? Sie verlangt die strikte Unterordnung der Kriegsreporter unter die Befehlsgewalt des Militärs. Die entscheiden, was von der Front berichtet werden darf und was nicht. Die auch heute von den Militärs gern benutzte Begründung geht so: Berichte unabhängiger Kriegsreporter könnten doch dem Feind wertvolle Informationen liefern und damit dem internationalen und dem nationalen eigenen Interesse schaden. Belege für solche Effekte hat es in den vergangenen 170 Jahren nicht gegeben. Der mit Howard Russell aufgebrochene Konflikt zwischen dem Wahrheitsinteresse des Reporters und dem Verheimlichungsinteresse der Militärs erzeugt bis heute viele Mythen über die Gefahren und Risiken des Kriegsberichterstatters.
Immer wieder lesen wir auch spannende Making-of-Stories von Kriegsreportern, die dann ihren Kolleginnen und Kollegen erzählen, wie sie den Graben zwischen ihrem Auftrag und der Informationssperre des Militärs übersprungen hätten. Ich zitiere einen Buchtitel: Der Zensur ein Schnäppchen schlagen, Schleichwege durch den Dschungel der Desinformation. So lautet der Nähkästchenbericht des renommierten Reporters Christoph Maria Fröder. Und zwar, als er vom dritten Golfkrieg 1903 aus dem Irak zurückgekehrt war und seinen staunenden Kollegen und Kolleginnen, die mit großen Augen und aufgestellten Ohren seinen Erlebnissen schilderten, folgten. Es gab und gibt natürlich auch ganz andere Beobachtungen. Recht gut in Erinnerung ist mir die Erzählung von Udo Lilischkis, der dabei war, als NATO-Sprecher James Shee bei einem Korrespondententreffen der ARD in Hamburg von den kriegserfahrenen Reportern mit Fragen zum Kriegseinsatz der NATO im Kosovo so richtig gegrillt werden sollte. Shee konterte routiniert, wischte jeden Vorwurf mit unglaublich vielen internen, leider nicht überprüfbaren Fakten beiseite und brachte sehr viele plausible Erklärungen. Shee ging ganz klar als Punktesieger von der Bühne und zeigte damit auch die Grenzen dessen auf, was Journalisten überhaupt beurteilen können. Über das, was hinter den verschlossenen Türen tatsächlich stattfand, wurde ja hier auch vor dem Mittagessen einiges erwähnt. Meine Damen und Herren, ich bin damit beim zweiten Teil meines Vortrags angekommen, beim Thema: Wer hat eigentlich die Deutungshoheit im Katz-und-Hund-Spiel zwischen Medien und Militär? Um Missverständnissen vorzubeugen, ich spreche über ein Konfliktfeld, das es so nur in Demokratien gibt, die, wie ich eben gerade hergeleitet habe, die Informations- und Presse- und Meinungsfreiheit gewährleisten. Aus naheliegenden Gründen: in den totalitär und autoritär regierten Staaten gibt es dieses Konfliktfeld nicht. Denn dort steckt der Propagandist im Kostüm des Kriegsreporters und dient den Kriegszielen der Staatsregierung und ihrem Militär mit entsprechenden aufbauend ermunternden und wohlfeilen Geschichten. So war es nebenbei auch während des Ersten Krieges und unter der Pressezensur in weiten Teilen im Zweiten Weltkrieg. Aber das müsste man genauer und differenzierter erzählen, und das ist aber führt jetzt hier zu weit. In demokratisch organisierten, informationsoffenen Staaten des Westens hoben am Ende des Zweiten Weltkriegs die kriegsbedingte Medienzensur wieder auf. Die alliierte Besatzungsmacht tat dies im Übrigen ja auch in Bezug auf das besiegte Westdeutschland. Es ist nun mal so, anders als in England und auch anders als in Frankreich wurden uns in Deutschland diese Freiheiten geschenkt. Wir haben sie nicht erkämpft. Das hat eine Bedeutung, mit der wir auch heute noch zu tun haben. Nun lebten mit dieser jetzt reinstallierten Pressefreiheit nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nun vielleicht auch die in Großbritannien im 18. und 19. Jahrhundert entwickelten Prinzipien der journalistischen Berichterstattung in unseren Demokratien auch wieder auf? Blicken wir kurz auf die Kriegsereignisse in den 1950er und 60er Jahren, also in den ersten zwei Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg. Nun, über den Koreakrieg Anfang der 1950er Jahre berichteten die Kriegsreporter völlig frei von Zensur. Und es brauchte auch gar keine. Denn die Medien glaubten, sie kämpften quasi in Fortsetzung des Zweiten Weltkriegs, genau wie auch das Militär für die mutmaßliche Befreiung und Demokratisierung der armen Koreaner. Nein, das war falsch. Naja, da fehlt nun, merkwürdigerweise fehlt da eine Folie. Ich weiß nicht, da ist was durcheinander gegangen. Die von den Medien verbreiteten Bilder überblendeten die, ich gucke nur, ob ich
hier. Ja. Ja. Ganz richtig. Die von den Medien verbreiteten Bilder überblendeten die Hunderttausende toter Zivilisten, die unter dem Bombenhagel der US-Luftwaffe starben, ebenso die zahlreichen Gräuel amerikanischer GIs. Bevor der Oberkommandierende der amerikanischen Truppen, also MacArthur, zurückkehrt in die USA und sich mit einem riesigen Konfetti-Parade feiern lässt, hatte ihn sein Propagandaapparat mit Einklang der Medien längst zum Helden aufgebaut, der die bösen Kommunisten nach Nordkorea zurückgedrängt habe. Nicht die Journalisten, sondern Militärhistoriker rekonstruierten Jahre später, was die Amerikaner in Korea angerichtet und auch falsch gemacht haben. Auch während der ersten Jahre des Vietnamkriegs lief es ganz ähnlich. Die mit wachsender Brutalität geführten Einsätze filmten die Kriegsreporter der großen Fernsehsender im Glauben an die gute Sache. Nach dem Tonkinsee-Gefecht 1964, also da traten die USA auch offiziell in den Krieg ein, und jetzt lud das Pentagon viele Reporterinnen und Reporter nach Vietnam ein, zahlte die Reisen, die Unterkünfte, das Transportsystem und die Ausstattung, die sie brauchten, und bald waren mehr als 1500 Journalisten, Fotoreporter, Kameraleute im Süden Vietnams auf Kosten des Pentagons unterwegs. Das Brot ich esse, das Lied ich sing. Und zu Hause in den USA flimmerten Abend für Abend die Kriegsfilmgeschichten in die Wohnstuben. Es war der erste Krieg, der, ich zitiere, im Wohnzimmer stattfand und den privaten Fernsehsendern hohe Reichweiten und Werbeeinnahmen bescherte, wie Michael Ryan Jahre später genau nachrechnete. Das böse Erwachen kam erst viele Jahre später. Und für den Weckruf sorgte kein Berufsjournalist, sondern der Armeefotograf Ronald Häberle, also der ursprünglich wohl schwäbische Name Häberle, müsste man jetzt auf Amerikanisch ein bisschen anders aussprechen, damit er angemessen klingt. Häberle war am 16. März 1968 dabei und sieht, wie die Kameraden seines Bataillons am Dorfrand von Milley wehrlose Zivilisten, Frauen und Kinder mit MG-Feuergaben abschlachten, ihnen die Kehlen aufschlitzen, Ohren und Köpfe abschneiden, Zitat, und sogar Babys massakrierten. So gab Häberle später zu Protokoll. Seine aufrüttelnden Bilder wollten die Blattmacher zu Hause nicht drucken. Sowas sei für ihre Leser too ugly. Und vor allen Dingen beschädigt es sozusagen die Unterstützung der Soldaten in Vietnam. Interessanterweise fiel zur selben Zeit dem New Yorker Journalisten Seymour Hersh eine ganz kleine Pressemitteilung auf, dass ein Offizier namens Calais wegen Kriegsverbrechen angeklagt werde. Hersh war kein Kriegsreporter. Er war ein New Yorker Lokaljournalist, aber ein Lokaljournalist, der zu recherchieren verstand. Die renommierten Magazine wollten auch seine Enthüllungen nicht drucken. Erst als in Washington eine große Antikriegsdemonstration angekündigt wurde und im Lande eine kriegsskeptische Haltung mehr und mehr sich verstärkte, brachte dann das renommierte Life Magazine Ende November 1969 Häberles Foto und Hersh's Report, also den Text. Diese Story ging dann rund um die Welt und die Schockwirkung wurde durch die Suggestivkraft der Bilder verstärkt und half entscheidend bei der Mobilisierung der Anti-Vietnam-Kriegsbewegung, die wiederum den Druck auf die Nixon-Regierung erhöhte. Übrigens erhielt Seymour Hersh 2005 hier in Leipzig von der Medienstiftung der Sparkasse Leipzig den Preis für die Freiheit und Zukunft der Medien. Und auch da ging es um eine Enthüllung. Er hatte aufgedeckt, dass die Folterungen von Gefangenen in Irak, im irakischen Gefängnis Abu Ghraib auf Anweisung des Pentagons zurückgingen und nicht anzulasten sind, den Bewacher im Gefängnis.
Meine Damen und Herren, wir sehen, in unseren informationsoffenen Gesellschaften ist das Meinungsklima volatil und leicht zu beeinflussen. Wenn es um Sicherheit und um patriotische Gefühle geht, steuert das Militär die Stimmung. Wenn die Medien mit emotionalisierenden Kriegsbildern an das Humanum appellieren und den Sinn der ganzen Unternehmung mehr und mehr in Frage stellen, dann haben die Militärs das Nachsehen. Eine ikonografische Bedeutung gewann in diesem Stimmungs- und Meinungsumschwung das Foto vom fliehenden Mädchen, das am Leib brennend dem Napalmangriff der US-Flugzeuge zu entkommen sucht. Das Foto machte der AP-Fotograf Nick Ut am 8. Juni 1972. Sie alle kennen das Foto, das ist weltweit in den Medien immer wieder gezeigt worden. Bemerkenswert daran ist auch, dass jetzt die Newsmedien den emotionalisierenden Effekt durch den Bildausschnitt nun steigern wollten. Was also 5 Jahre vorher zu allzu ugly war, ist jetzt sozusagen erwünscht. Das heißt also, die Antikriegsstimmung war schon so weit gedreht, dass die kommerziellen Medien jetzt das Thema Angst und Verzweiflung in den Fokus rückten. Sie sehen das hier, das war dann der Ausschnitt, der von den großen auflagenstarken Publikumszeitschriften verbreitet wurde und das, was sozusagen stören könnte, zum Beispiel, dass hier der Fotograf hier rechts die Verzweifelten, quasi dem Tod, mit dem Tod kämpfenden Kinder dafür gar kein Auge hat, sondern will schnell den Film mit seiner Kamera wechseln. Ja. Also das ist sozusagen auch eine zynische Art von Professionalismus. Meine Damen und Herren, von William Russell zu Nick Ut. Aus Sicht der Militärs sind stimmungsmachende Enthüllungen natürlich katastrophal. Also zogen die Kriegs- und Verteidigungsminister der NATO-Staaten grosso modo alle dieselbe Konsequenz. Im Kriegsfall liegt jetzt das Informationsmanagement wieder beim Militär. Seither formen nicht die Journalisten das öffentliche Bild vom Krieg, sondern das Verteidigungsministerium, das Militär mit ihrem PR-Apparat. Sie erinnern sich vielleicht, der von Margaret Thatcher veranstaltete Falklandkrieg fand ganz ohne Medienöffentlichkeit statt. Die Regierung brauchte auch keine Journalisten, weil die öffentliche Meinung ohnehin hinter dem gegen die argentinische Junta gerichteten Falkland-Unternehmen stand. Kriegseinsätze jedoch, die große Teile der Bevölkerung nicht verstehen wollten oder gar ablehnten, wurden nun von PR-Spezialisten mit effekthaschenden Kampagnen vorbereitet und manchmal auch mit Lügengeschichten. Ich denke, Sie kennen das berühmte PR-Video zur Vorbereitung des Zweiten Golfkriegs. Es zeigte irakische Soldaten, die in Kuwait in einer Geburtenstation Säuglinge aus ihren Bettchen warfen. Viele amerikanische Mütter waren nun der Überzeugung, ihre US-Army werde den Verbrechern das Handwerk legen. 2 Jahre später rekonstruierte der Journalist John MacArthur, ein anderer MacArthur, jene Videogeschichte. Sie waren komplett gefälscht. Man kann das sehr genau nachlesen, weil er ein akribischer, rekonstruierender Rechercheur ist, der MacArthur. Und 1993 hat er seinen Report publiziert. Der Titel heißt Die Schlacht der Lügen, wie die USA den Golfkrieg verkauften. Auch viele andere wirkungsvolle Lügen wurden erst hinterher bekannt, nachdem die Schlacht geschlagen war. Ich denke, Sie erinnern sich auch an die große Lügengeschichte, die US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld aus Mutmaßungen seiner Geheimdienste zusammenbraute und die dann US-Außenminister Powell den UN-Sicherheitsrat vortrug. Der Irak besitze Massenvernichtungswaffen, bald auch Atomraketen und arbeite eng mit Al-Qaida und den Terroristen zusammen. Deshalb müssten jetzt die USA schleunigst im Irak mit hoher militärischer Kraft einmarschieren und diese Bedrohung ausschalten. Also es gab dann bekanntlich die Gruppe der Willigen, die mit den USA mitzogen. Sie sehen hier Powell ja, vor dem UN-Sicherheitsrat. Übrigens diese Rede von ihm,
die auch gerade aus der historischen Distanz für uns viele Aspekte neu zeigt, können Sie bis zum Februar des nächsten Jahres auf Phoenix in der Sendereihe Unvergessene Szenen, können Sie sich dort auch anhören, wenn Sie wollen. Bemerkenswert finde ich, dass die meisten Medien in Kontinentaleuropa, insbesondere in Deutschland und Frankreich, die Kriegsbegründung der Bush-Regierung mit Skepsis kommentierten. Eben ganz anders in den USA. Powells Auftritt fand ja nur 2 Jahre nach dem 11. September statt und die US-Medien waren noch immer wie betrunken von dem Aufruf von George W. Bush, der am Tag nach dem 9/11 dies verkündete: Wir sind im Krieg gegen das Böse. Schon am folgenden Tag äfften praktisch sämtliche Medien, alle Zeitungen und Fernsehsender genau diese Parole nach. Das hier ist nur ein winziges Set von Tageszeitungen am Tag nach dem 9/11. Ich könnte Ihnen eine Stunde lang, ja, alle Cover der Medien jener Tage hier zeigen. Sie sagen alle genau dasselbe. Das heißt, Amerika sei jetzt im Krieg. Das ist nicht der Überfall einer Terroristengruppe, die man mit, sagen wir mal, militärpolizeilichen Mitteln verfolgen muss. Nein, ganz Amerika ist im Krieg gegen die Dschihadisten und gegen die radikalen Islamisten auf dieser Welt. Der von mir gerade erwähnte Journalist MacArthur meinte zu dieser Stimmungsmache in einem Interview: Wir erleben einen völlig überhitzten Patriotismus. Bekannte Journalisten haben öffentlich erklärt, dass sie die Regierung und den Präsidenten in dieser Situation nicht kritisieren werden. Selbst seriöse Blätter versteigen sich dazu, abweichende Stimmen und Kritik am Handeln unserer Regierung als unmoralisch zu bezeichnen. Soweit MacArthur. Übrigens, selbst den Reportern der New York Times fehlte die Distanz. Auch sie zeigten viel Verständnis für die Vernichtungsziele der Bush-Regierung. Die New York Times, wie wir wissen, ist ja nicht auf der Linie der Republikaner. Die Wahrheit kam dann schrittweise und ohne die Journalisten ans Licht. Als nach dem Sturz Saddam Husseins die Militärexperten im Irak keinerlei Massenvernichtungswaffen fanden, dann natürlich wurde dann darüber berichtet. Mir dient diese Geschichte als Übergang zum dritten, jetzt zum letzten und kürzesten Teil meines Vortrags. Doch, tut mir leid, ich muss vorher noch ein paar Anmerkungen machen. Und zwar zum erneut veränderten Beziehungsfeld zwischen Militär und Medien. Denn seit diesen Geschichten, die ich gerade erzählt, hat sich viel getan. Nämlich aufgrund der Erfahrung mit dem Enthüllungsjournalisten gegen Ende des Vietnamkriegs durften in den Kriegen der USA nur noch handverlesene Kriegsreporter unter der Aufsicht der Einsatzkommandos mitfahren, immer als Teil eines Embedded Pools mit den schon von mir eben beschriebenen Effekten. Anders ist es natürlich, wenn der eigene Staat, wenn wir Westeuropa keine kriegsführende Partei sind und wir es ja auch nicht sein wollen. In diesem Fall finden die Medien weitgehend offene Informationszugänge. Zudem haben die Newsredaktionen Zugriff auf die Nachrichtenquellen beider Kriegsparteien in ihrer jeweiligen einseitigen, auch verfälschenden propagandistischen Entstellung. Und werten auch noch Untergrund- und Exilblogs aus. Also zum Beispiel die russischsprachige Exilblog Faraday, als nur eins von vielen Beispielen seriös arbeitender Exiljournalisten aus Russland. Außerdem geben ihnen Militärexperten und Thinktanks Auskunft. Die Auswertung und Gewichtung all dieser Quellen in der Zentralredaktion liefert meist genauere und umfassendere Nachrichten über das Kriegsgeschehen, als es der Frontreporter je könnte, zumal er ja immer nur von einer Seite aus beobachten kann. Er kann ja nicht auf die andere Seite zugleich. Ich finde,
Andere können das anders sehen, aber nach meiner Medienbeobachtung finde ich, dass beispielsweise der Newsletter des Tagesspiegel in Berlin zum Ukraine-Krieg, also dieser spezielle Newsletter, mit sehr sorgfältig redigierten Nachrichten und mit Quellentransparenz und mit Kennzeichnung der Zuverlässigkeit oder Unzuverlässigkeit der Information, es wurde ja vorhin schon erwähnt, dass man die Unzuverlässigkeit auch benennen sollte, damit zu glänzen versteht. Das täuscht allerdings nicht über einige weitere Probleme der Newsmedien hinweg, die ich hier nur antippen kann, sonst würde ich sie Ihnen den ganzen Nachmittag wegnehmen. Da ist zum Beispiel die durch das Internet, die harsche Online-Medienkonkurrenz entstanden, weil das Verbreiten von Nachrichten im Internet nicht wie auf Print ein teures und schwieriges Unternehmen ist. Damit eine unglaubliche Beschleunigung, weil man immer schneller sein möchte als die mutmaßlichen Konkurrenten. Also es geht, wir haben darüber auch Studien gemacht, es geht also sozusagen um 40 Sekunden bei einem neuen Ereignis. Nach 40 Sekunden sacken die Zugriffe, die Visits oder die Klicks sacken weg, weil die anderen schneller waren. Dann kommt die enorme Datenüberflutung durch die digitalen Medien und damit auch das Erfordernis, digitale Selektionsverfahren, Selektionsroutinen zu installieren, an die sozusagen automatisiert ablaufen. Und da ist die Steuerung nicht mehr sozusagen das kritische Auge des Journalisten und Redakteurs, sondern die Steuerung ist die Nachfrage durch die Nutzer. Also auch data-driven und user-driven finden viele dieser Selektionsroutinen statt. Und die große Frage nach der inhaltlichen Relevanz des Gezeigten, auch das ist ein schwieriges Thema geworden, zu dem mehr geredet als gewusst wird. Erwähnen möchte ich hier allerdings noch eine Besonderheit der öffentlich-rechtlichen Sender mit ihrem Korrespondentennetz. Also gerade im Zusammenhang mit Medien und Krieg ist das nicht zu unterschätzen und wird gern übersehen, gerade von den Printmedien nicht gerne gesehen. Denn die mit ihrem Berichtsland vertrauten Korrespondenten leisten manchmal die plausiblere Einordnung des Geschehens als die Kolleginnen und Kollegen in der Heimatredaktion oder die rasch eingeflogenen Kriegsreporter so in der Ronsheimer Art, ja, die so quasi wie Heuschrecken dort ankommen, alles wegfressen und wieder verschwinden. Ich habe hier nur so spaßeshalber einen Bericht der Tagesschau hier von der letzten Woche hier hingestellt. Sie sehen, erstens mal fällt Ihnen sicherlich auf, dass wir hier, dass der Nahostkrieg in Deutschland anders medial vermittelt wird als in anderen Ländern, was bekanntlich mit der deutschen nationalsozialistischen Vergangenheit in Bezug auf die jüdischen Mitbürgerinnen und Bürger zu tun hat, indem eben Israel greift erstmals in Libanon an, sieht man zerbeulte Mercedes und nicht die Leichen von Kindern und Frauen in den Flüchtlingslagern, die bombardiert wurden. Das nur so nebenbei, was eben auch, wo Tabufelder in der Berichterstattung mitlaufen, die, sagen wir mal, mit der Härte, wie wir sie vorhin besprochen haben, in Bezug auf den Vietnamkrieg, hier nicht, ja, sozusagen, nicht akzeptiert sind. Es gibt hier, ich habe Ihnen hier noch einen Link, den wir ganz kurz, wenn Sie zusätzliche 5 Minuten Zeit haben, würde ich Ihnen ganz kurz einen Ausschnitt aus einer Tagesschau zeigen, weil Sie daran sehen, wie die Kompetenz eines Korrespondenten gegenüber der Heimredaktion, wie die sich die im Alltag darstellt. Das ist, finde ich, recht anschaulich. Sind Sie einverstanden, dass wir das kurz machen? Okay, dann würde ich Sie bitten, dass Sie hier dieses kurze, sozusagen medieninterne Interview, dass Sie das kurz abrufen. Sie sehen hier. Wir sprechen mit Simon Riesche in Beirut. Ja, bei diesem Angriff, wir haben es gehört, auf ein Flüchtlingslager. Sie hören hier, wie vor Ort versucht wird, mit den Informationen, die verfügbar sind, eine Einordnung und sozusagen das einzubetten in eine erklärende Geschichte und wie naiv
und geradezu informations- und hilflos von der Redaktion Fragen gestellt werden. Auch das ist natürlich gespielt, weil man die Fragen formulieren möchte, wie sie der uninformierte Zuschauer möglicherweise sich stellt. Also so formulieren wir, was hat sich denn da so abgespielt? Also das ist sozusagen der gleiche Sound, mit dem man auch ein Fußballspiel sozusagen nochmals nachkommentiert haben möchte. Und doch, so scheint mir, beachten unsere Newsmedien den inzwischen gefährlicheren Kriegsschauplatz viel zu wenig. Also trotz dieser doch, würde ich sagen, recht informierten und kontextualisierten Darstellung. Und dieser viel gefährlichere Kriegsschauplatz, der tobt nicht nur auf den Schlachtfeldern und in den Städten der Ukraine oder im Nahen Osten, er ist mitten unter uns in den westeuropäischen Staaten und in den USA zugange. Und ich meine damit den Cyberkrieg im digitalen Raum. Nach Ansicht hiesiger Experten verfügen die russischen Geheimdienste über technisch sehr ausgefeilte Methoden, um unsere Netzwerke mit Schadprogrammen lahmzulegen, Daten abzugreifen und die Plattformen der Social Media mit Falschnachrichten und Video-Deepfakes zu fluten. Immerhin, um Fakes und Falschinformationen in der Nachrichtenwelt aufzuspüren, sozusagen ganz an der Oberfläche, dort, wo die Schnittstelle zum Consumer, zum Mediennutzer ist, da haben doch verschiedene Medienredaktionen spezielle Data-Journalisten unter Vertrag. Zudem gibt es genau 10 Jahren, das von Journalisten gegründete gemeinnützige Medienunternehmen Korrektiv. Mehr über diese Initiative erfahren wir ja auch heute Abend. Auch die Tagesschau und der Bayerische Rundfunk unterhalten spezielle Ressorts, wie zum Beispiel der ARD-Faktenfinder. Sie wollen Falschnachrichten, die auf den Plattformen der Social Media verbreitet werden, überprüfen und richtigstellen. All das ist sicher gut und lobenswert. Doch in meinen Augen ähneln sie eher Don Quixote im Kampf gegen die Windmühlen, das heißt gegen die hochprofessionell arbeitenden Desinformationsfabriken in Russland, China und andere wahrscheinlich auch die USA. Ihr Kampf ist auch deshalb oft vergeblich, weil diejenigen, die den etablierten Newsmedien misstrauen, auch ihrem Fact-Checking nicht glauben wollen. Meine Damen und Herren, ich bin jetzt endlich beim dritten Teil angekommen, den ich auch kurz halten möchte. Nämlich bei der Frage, wie weit unsere in Europa aus der Taufe gehobene politische Werteordnung die Kriegsberichterstattung der Medien prägt und vielleicht auch verzerrt. Um einer Antwort näher zu kommen, erwähne ich 2 Befunde aus Repräsentativbefragungen der vergangenen 2 Jahre, also im Kontext des Kriegsgeschehens. Auf die Frage, welche Nachrichten denn glaubwürdig seien, setzen rund 80% der Erwachsenenbevölkerung die Nachrichtensendungen der ARD und des ZDF auf Platz 1. Die Nachrichtenangebote der privaten Medien ganz weit hinten und die Alternativmedien ganz wenige Prozent. Zweitens fragt man, wenn es um Osteuropa und um den Ukraine-Krieg geht, nach dem Vertrauen in die genannten Leitmedien, meldet etwa die Mehrheit der Befragten, es schwankt je nach Befragung und Zeitpunkt der Befragung zwischen 45% und 60%, meldet die Mehrheit Zweifel an und zum Teil erhebliche Zweifel. Und nun ist die Frage, wie erklärt sich dieser Widerspruch? Ist vielleicht auch nur ein vermeintlicher Widerspruch. Einen ersten Hinweis finden wir in einer Inhaltsanalyse, die an der Universität Mainz Kollege Markus Maurer zur Ukraine-Berichterstattung während der ersten 3 Monate durchgeführt hat. Maurer nur nebenbei ist nun wirklich kein Linksliberaler, sondern eher ein konservativer Wissenschaftler. Sein Befund lautet, ich zitiere ihn, vergleicht man die Medienpräsenz von Regierungs- und Oppositionsparteien insgesamt, kam die Regierung auf 80% und somit auf eine 4-mal höhere Medienpräsenz als die Opposition. Zitat Ende. Anders gesagt, die Ukraine-Politik der rot-grün-gelben Regierung stimmt mit dem Verständnis der politisch ähnlich eingefärbten Redakteurinnen und Redakteure in den Mainstream-Medien gut überein. Man findet sich in den immer gleichen Themen. Mit Mainstream meine ich keineswegs abwerten. Das ist in den Medienwissenschaften ein definierter Begriff, einen bestimmten Typ von Medien.
Es geht also nicht um Falschinformationen, sondern um die einseitige Sicht und die eingegrenzte Sicht auf Probleme und Debatten, die wichtig gemacht werden, weil sie politisch passen und mit angstmachenden Überschriften auch zu höheren Klickraten generiert werden können. Zum Beispiel das seit Frühjahr 2022 Woche für Woche inszenierte Talkshow-Theater darüber, ob man welche Waffen liefern, besser noch nicht liefern, vielleicht gar nicht liefern, vielleicht später liefern soll, mit immer den neuen Details, die die Bundesregierung und ihre Pressesprecher den Medien zuspielen, nach dem Motto, man muss dem Affen Zucker geben. Verschiedene Medienkritiker erklären diese Nähe zur Politik mit dem sogenannten politischen Milieu. Die Berliner Journalisten und viele Politiker der Regierungsparteien verstünden sich als Elite. Sie gehörten derselben gehobenen Mittelklasse an und linke Systemkritiker geißeln diesen Selbstrekrutierungsbetrieb der Eliten, wie es der Michael Hartmann formuliert, und die rechtskonservativen Systemkritiker etwa im Blog Ach gut von Achse der Guten polemisiert gegen die linientreuen Medien, die dafür sorgten, dass nicht die Falschen, die Skeptiker und Hinterfragen nach oben kämen, so formuliert es Fabian Nicolai. Diese Kritik ist wohl nicht ganz falsch, aber doch auch sehr, sehr kurzsichtig. Um die Einseitigkeit in der Kriegsberichterstattung zu verstehen, glaube ich, muss man den Begriff aus den Sozialwissenschaften des Framings, der Rahmung, benutzen. Die Medien fokussieren aus der Vielfalt der Ereignisse genau die Themen, die unser im Westbündnis verankerten Wertemuster bestätigen. Das ist ja auch nicht falsch. Aber was nicht in den Rahmen passt, wird kleingeredet oder eben ganz weggelassen. Und das ist das Problem. Übrigens verfocht John Delane in der Times einen ganz ähnlichen Frame. Der Subtext der Kriegsberichte von William Russell lautete, unsere Armee muss besser werden und gegen die barbarischen Russen siegen. Das war der Subtext seiner Berichte. Und auch im Zweiten Weltkrieg diente die Auswahl der Bilder und Berichte implizit dem Sieg der Demokratie und ihrer kapitalistischen Wirtschaftsordnung, also dem Sieg über Faschismus und Kommunismus. Derselbe Subtext findet sich in der Kriegsberichterstattung auch aus dem Korea- und Vietnamkrieg. Nur es war der Frame einer kriegsführenden Partei. Und dies sind wir in Europa ja zum Glück bis heute nicht. Der Frame, der den Blick unserer Leitnäden begrenzt, könnte man zugespitzt in diese Formel fassen. Wenn es in Osteuropa zum Krieg kommt, sind wir Medien keineswegs neutrale und der Wahrheit verpflichtete Beobachter, die Tatsachen und Meinungen getrennt halten, sondern moralisch überzeugte Mitkämpfende, die in Wort und Bild unsere Werteordnung mitsamt ihren Wirtschaftsinteressen gegen das Böse, the evil, verteidigen. Und sei es bis zum Hindukusch. Der ZDF-Sonderkorrespondent Ulrich Tildner, ein Spezialist für den Nahen Mittleren Osten, schrieb schon vor 15 Jahren im Rückblick auf die Golfkriege an die Adresse seiner deutschen Kollegen, ich zitiere ihn, wer die Welt in Gut und Böse unterteilt, hat keine Probleme. Aus Kriegs- und Krisengebieten zu berichten, das bietet kein Problem. Er schlägt sich auf die eine der beiden Seiten der Linie, durch die sein Paradies von der Hölle der anderen getrennt wird. Und entsprechend schlicht und einseitig sind seine Berichte. Meine Damen und Herren, diesem Schlusszitat möchte ich zwei kleine Nachsätze anfügen. Erstens scheuen die Medien ihrer Kriegsberichterstattung die gesamteuropäische Perspektive. Auch die EU-Themen bringen ja kein Clickbaiting, also schrumpfen die Medien die Wertedebatte auf die immer gleichen innenpolitischen Querelen in Deutschland herunter. Dadurch wird die Kriegsberichterstattung sozusagen zum Subtext, am Ende nationalistisch und ignorant in Bezug auf unsere europäische Werteordnung zu lesen. Zweitens übersehen die Mainstream-Medien, dass ihr Framing immer auch das Atlantische Bündnis, also die Zugehörigkeit Westdeutschlands zum Westbündnis, mit thematisiert. Sie verstehen nicht, dass die in der DDR anders sozialisierte Bevölkerung das Geschehen in Osteuropa unter einem anderen, emotional aufgeladenen Frame betrachtet und beurteilt. Dies zu erkennen, meine Damen und Herren, und vielleicht auch ein bisschen zu verstehen, das wäre keine Kriegsberichterstattung, sondern Friedens- und Freundschaftsarbeit im Wissen um die uns verbindende europäische Tradition.
Ich danke Ihnen fürs Zuhören.